Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Level-Video zeigen. Wir sind nämlich wieder auf meinem Maga-Ork mittlerweile auf Stufe 91 angelangt und ich habe mir jetzt seit dem letzten Teil quasi einmal die Garnison aufgebaut, dass ich mir hier den extra Pot kaulen konnte. Da haben wir den. Einen habe ich mir schon gekauft. Ein paar Ordensressourcen müssen wir uns jetzt noch mal spielen, weil ich denke mal, na, ich werde noch einen brauchen. In einer Stunde werden wir es nicht ganz auf Level 100 schaffen können. Und zusätzlich habe ich natürlich auch noch mal hier den einen Pot aus Dingsterbumster aus BFA, also sprich einmal 10 und einmal 20% mehr EP. Die müssten ja auch miteinander stacken. So, jetzt werden wir einmal hier ein bisschen im Frostfeuer gerade rumfliegen und, ach, warte mal, das hat glaube ich gar keine EP gebracht, ne, dieses Hundedings da. Den brauchen wir gar nicht machen, aber wir werden jetzt hier einmal so die Runde fliegen und dann hoffentlich 92 sein. Ja, ich denke sogar über 92 und dann einmal nach Gorgon drüber und da die Bonusziele und mal schauen, wie weit wir jetzt in der Stunde quasi kommen. John, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Gut, so, jetzt gucken wir mal. Da hinten war glaube ich auch nochmal eins. Also ein Bonusziel an sich. Das können wir dann auch mitnehmen. Das war hier mit diesen Frostdingern. Ja, mal schauen. Jetzt bin ich heute eh schon relativ weit gekommen, ne? Ich habe eh schon komplett MOP durchgeballert. Und ja, WOD müsste jetzt auch relativ zügig gehen. In Wormwood haben wir auch noch an am Start. Also da geht das dann auch nochmal einen Ticken schneller. Lass mal gucken, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Ich hoffe, die zählen hier mit, ne? Also, dass die, wenn man die aufmacht, dass die für den anderen mitzählen. Und ich muss mal die ganzen Quests hier zumachen. Die kann ich jetzt, glaube ich, eh rausschmeißen, ne? Weil, die Quests werde ich dann eh nicht mehr machen. Oder das mache ich dann, wenn ich rumfliege. Ich glaube, ja, das zählt mit. Perfekt. Dann machst du die hinten auf, ich mache die auf der anderen Seite auf. Und dann müssen wir in die Höhle noch rein. Weil da auch noch Dingsmobs drin sind. Von denen, beziehungsweise dann auch noch einen Bonus-Check, das wir aufmachen wollen, ne? Naja, jetzt ist schon ein bisschen später, ne? Ein bisschen müde bin ich auch schon. Halb zwei haben wir. Aber ich wollte den zumindest auf Level 100 noch bringen, vielleicht die Invasion noch mitnehmen. Das war so der Plan, weil eben ist noch eine Invasion in Valshara. Mal gucken, ob ich es noch bis dahin durchziehe. Und ja, die dann noch mitnehmen. Das bringt halt auch nochmal einen guten Boost. Ne? Sind auch nochmal knapp zwei Level mittlerweile mit diesen ganzen Flas-Buffs und Zeugel, was man jetzt mittlerweile hat. Da kann man schon ganz gut was machen. Denn mir fehlen ja noch die beiden Erfolge, ne? Also sowohl im Dunkeleisenzwerg als auch beim Maga-Ork. Den Erfolg für 110 erreichen, ohne irgendwelche, wer hat einen Freund, Konsorten-Sachen. Und das gibt dann halt beides nochmal jeweils 10 Erfolgspunkte. Und ja, mein Dunkeleisenzwerg, wisst ihr ja, ist ja auch schon relativ weit. Auf 109 habe ich, da muss ich eigentlich nur noch auch eine Invasion machen. Und dementsprechend bin ich dann damit auch schon fertig. Ne? Jetzt schauen wir mal, was hat das gebracht? 169.000 EP, hier seht ihr das. Wow. 169.000 EP hat dieses eine Bonusziel gebracht. Das ist halt krass, ne? Das ist halt richtig krass, was du da an EP kriegst. Das hat jetzt fast das ganze Level voll gehauen hier. Also das Restliche, was ich noch gebraucht habe. So, warte mal, jetzt haben wir hier mal einen Mastern rein. Dann looten wir einfach nur schnell. Ja, wobei, wir hauen die Mobs eigentlich auch schnell genug um, ne? Ich hatte jetzt halt auch überlegt, ob ich dann noch mit dem Dings komme. Ob ich dann noch mit dem, höher leveligen Char komme und ein bisschen mit Supporter. Weil ich habe ja zwei WoW-Accounts, ne? Und da wäre die Idee gewesen. Aber ich glaube, das ist jetzt bei den Einfachen hier gar nicht unbedingt notwendig, ne? Ich denke mir, wir werden eh hier auf 103 kommen in dem Gebiet, vielleicht sogar noch höher. Ich bin jetzt eh schon 102, also ja, läuft. Das ist, glaube ich, hier hinten drin, ja. Da müssen wir darum. Ich bin schon überlegen, ob wir nur die einfachen Dinger mitnehmen. Weißt du, nur die einfachen Bonus-Ziele. So, ja, weil, also ich habe ja das beim Dunkeleisenzwerg schon gesehen gehabt. Da haben wir, was haben wir durchgequestet? Hier Schattenmontal, ne? Also so in Ali, Dunkeleisenzwerg. Schattenmontal haben wir, also nicht durchgequest, sondern nur die Bonus-Objectives geholt, ne? Dann Gorgrond, Talador. Und dann waren wir eigentlich nach Talador eigentlich schon so gut wie 110, beziehungsweise dann in Spitzen von Arrakwisen haben wir dann noch nicht mal alles gemacht. Größtenteils waren wir nicht mehr alles und waren dann 103. Ne? Also du kannst ja über 110 auch weiter hinaus mit dem Ganzen noch leveln. Und hatten quasi noch komplett
Nagrand übrig, wir hatten noch komplett den Tanan-Dschungel übrig und theoretisch auch noch das, was die Allianz im Frostfeuer gerade machen kann, ne? Und ja, also, und waren halt 103, ne? Also schon mal eh noch mal ein paar Level höher, als man eigentlich normalerweise bis 100 Masters bringt, dann über Level 100 auch noch hinaus EP, aber nicht mehr ganz so viel. Also es geht dann schrittweise runter, du merkst es. Ich habe dann mit 103 haben wir, glaube ich, noch 50.000 für ein Bonusziel gebraucht, ja? Was im Vergleich zu den 169.000, was ich jetzt eben gekriegt habe, nicht mehr viel ist. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt in BFA für so eine World Quest, ne? Nur noch 26k kriegen, sind die 50k trotzdem krass, ne? Also das muss man halt immer so im Verhältnis sehen, ne? Es ist halt nur noch ein Drittel, was es eigentlich bringt, aber trotzdem noch mehr als das, was es danach gibt. Und das, naja, ist halt dann eigentlich, wäre es trotzdem noch wert. Man könnte wahrscheinlich sogar bis 105 noch die Sachen machen. Wobei, wenn man es dann natürlich wiederum vergleicht mit den Leech-Invasionen, dann ist es halt, ne? Ja. Leech-Invasionen sind halt nochmal ein bisschen krasser. Aber die müssen halt dann auch ab sein, ne? Also da hast du ja immer dann auch eine temporäre Geschichte nur. Aber gut, mal schauen, ob ich heute noch lang genug durchziehe, dass wir die Invasionen noch mitnehmen können. Da bin ich am Überlegen, vielleicht mache ich das, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Aber wahrscheinlich ja. Ich durchziehe. Werden wir schauen. Ja, jetzt mal gucken. Die Horde hat ja ein bisschen anders die Bonusziele beziehungsweise auch die Bonus-Objectives wie die Allianz, ne? Also das variiert ja ein bisschen. Die Allianz hat hier nicht so viel wie sie, von den Dingern, die sie abbauen kann, beziehungsweise auch, glaube ich, gar kein Bonusziel. Und dafür sieht's bei der Horde dann im Schattenmontal ein bisschen anders aus, beziehungsweise in Gorgrond ist es tatsächlich auch so, dass es unterschiedliche sind. Wobei ich mir sagen lassen habe, dass das eher, warte mal, wo ist das Ding hier oben? Ist es, dass das eher daran liegt, weil ich mit der Horde die Prequest nie spiele. Und erst wenn man diese Prequest gespielt hat, kriegt man diese zusätzlichen Bonusziele. Habe ich mir sagen lassen, ich weiß es nicht. Wir können theoretisch die Shredder-Prequest spielen, wenn die genauso kurz ist wie bei der Allianz. Ich weiß nicht, ob du das zufällig weißt, wie lang die hier ist, ob du die kennst an sich. Keine Weil, Ahnung. ja. Was ist denn das da unten? Weil bei der Allianz weiß ich sie ja auswendig, das sind irgendwie 5, 6 Quests, da geht das. Ne? Bei der Horde, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wo sie startet. Ich weiß, dass du irgendwie hier irgendwo eine Quest kriegst und dann musst du in dieses Lager rein und ein paar Goren umhauen, aber wo das dann genau endet und so, das habe ich bei der Horde meistens nicht gemacht, muss ich gestehen. Ja, bei der Allianz spiele ich mir halt immer die Prequest, dass ich den Shredder krieg. Und da wurde mir dann erzählt, dass daran auch diese Bonusziele quasi dann hängen, weil man, wenn man das gespielt hat, dann erst mehr bekommt. Weil ich mich immer drüber aufgeregt habe, dass die Allianz irgendwie viel, viel mehr hat, als es die Horde, ne? Die Allianz hat ja irgendwie, ist ganz Gorgon mit einem, mit Bonuszielen zugekleistert. Und bei der Horde ist dann irgendwie die Hälfte gefühlt, ne? Also als Allianzler hast du ja, glaube ich, hier eins, dann hast du da noch eins, hier eins, hier eins und dann geht's hier los. Zack, 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 zack. Da hast du ihn komplett hier, also da sind irgendwie nur Bonusziele. Als Hordler hast du irgendwie nur jedes zweite gefühlt. Also du hast auch noch viele in Gorgrond, ne? So ist es nicht, aber halt nicht so viel wie bei der Allianz. Wie die BFA Flask heißt, das ist die hier. Destillat der 10 Länder. Das hier. Und das ist das quasi aus. Also, die bringt 10% und das bringt 20%, ne? Das ist die aus WoD, die aber jetzt nur in WoD geht. Die BFA Flask, die geht in jedem Levelbereich. Die kannst du theoretisch mit Level 1 reinhauen. Ne? Also, ist praktisch. Das ist praktisch. Moment, hier müssen wir, glaube ich. Ah, ne, das ist das Knochending, ne? Hier. Da müssen wir den wahrscheinlich sogar weghauen. Als Dudu ist es so praktisch, wenn du die Schätze aufmachst, weil du kannst alles aus der Luft looten. Da ist es halt richtig easy. Na gut, du musst vergleichen. Ich kriege jetzt hier für so einen Bonus Objective kriege ich quasi 25k Ruf, ne? 25k EP. Für ein Bonusziel bekomme ich 160, jetzt eben 169.000. Das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Also da musst du schon ein paar Dinge hier aufmachen. Dafür musst du halt dann auch ein paar Mobs töten, ne? Wir hatten vorher schon überlegt, ob wir es so basteln, dass wir quasi nur die Bonus-Objectives
Bonusziele machen, also quasi die so viel EP bringen und ich dann mit einem Dings-Char das mache. Ich weiß halt nicht, ob das reichen würde auf 100, wenn wir nicht die kleinen Sachen aufsammeln. Es wird wahrscheinlich schneller gehen. Jo, bitte, gerne. Aber warte mal, das ist, glaube ich, ein Angelding. Das kannst, oder? Oder war das Angelteil? Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ein Ding musste. Ja, Requires Fishing. Ja, das kannst du nur angeln. Das kannst du nicht so holen. Warum bin denn ich immer in Combat und du kannst hier wegfliegen, weißt du? Weil ich immer als erstes reingehe. Ja, du Und. sammelst die Dinge ein und ich folge nur. Ja, und du bist dann. Und ich muss ja den Kack dann machen. Weißt du, könntest halt wenigstens in Dings gehen. Ne? Du könntest hier mit Unsichtbarkeit rauskommen. Und ich muss hier 5 Jahre weglaufen. Mein Gott, wann resetten denn die endlich? Jetzt kann ich auch noch rumschwimmen. Du könntest halt mit Dings rauskommen, ne? Mit Unsichtbarkeit. Warte mal, hier hinten war doch noch eins, oder? Ja, wir haben hinten eins vergessen, stimmt. Ja, 25, 25 Gold, das müssen wir mitnehmen. Definitiv. Definitiv. Das ist immer ein bisschen blöd, weil die, wenn das einer lootet, dann kurz die spawnen. Da musst du mal kurz warten. Ja, also. Was für ein Level bist du denn jetzt? Oh, 92, okay. Also jetzt kann man auf jeden Fall schon nach Ding rübergehen. Das ist halt immer so der Knackpunkt hier, ob man 92 wird, dass man quasi in Gorkon direkt weitermachen kann. Bevor es diese ganzen Änderungen gab, war es manchmal schon knapp, ne? Also manchmal hatte ich's, dass ich noch hier rumfliegen musste und ein bisschen was so umhauen musste, aber mittlerweile, seit die EP quasi nochmal genervt haben und alles, ist das weit nicht mehr knapp. Ja gut, die 3K EP können wir mitnehmen. Ist geschenkt. Weil jetzt bin ich gleich 93. Da hinten haben wir nochmal, glaube ich, zwei Bonusziele, die du eventuell mitmachen kannst. Sogar drei, aber eins von denen ist dieser komische Wurm und. Nee, das ist ein Schatz, glaube ich, bei dem Wurm, ne? Das ist gar kein Bonusziel. Den lasse ich immer aus, weil der dauert ewig und das bringt auch nicht mehr EP. Also manche Sachen sind eigentlich besser, wenn du sie einfach stehen lässt, als dass du sie machst, weil sie einfach nur länger dauern. Den kill ich eigentlich meistens auch nicht. Den lasse ich auch meistens stehen und versuche ihn out zu rangen. Ja, und läufst eine Minute lang davon. Ja, du hast nicht ganz Unrecht. Manchmal ist es sogar schnell, ihn einfach zu töten. Aber wenn du so gammel-equipped Chars hast, dann ist es nervig, weißt du? Ja, stimmt. Kommt immer drauf an. Wenn du so einen gammel-equippten Tank hast, dann machst du Single-Target wenig bis keinen Schaden. Und dann ist es manchmal schneller, ihn out zu rangen als. Rexa, hey, grüß dich. Wollen wir die Schuhe da hinten noch mitnehmen? Hier im Frostfeuergrad muss ich echt sagen, das mache ich am seltensten, weil ich halt die Mehrzahl meiner Chars Ali-Chars sind, ne? Und da kommst du, oder verirrst dich eigentlich selten in Frostfeuergrad, ne? Seltenst. Ganz am Anfang früher, wo man noch ziemlich viele EP gebraucht hat, da habe ich das manchmal gemacht, um nur alles mitzunehmen, aber mittlerweile brauchst du die Hälfte der Gebiete und du bist durch, ne? Also da ist das Zeug geschenkt hier. Ich meine, das hier hat auch keine EP gebracht. Eins von den Dingern war auch. Und die hier kannst du eh vergessen, ne? Die bringen keine EP, da musst du sowas zusammensetzen. Die weiß ich, dass keine bringen. Da gibt es, glaube ich, drei Teile. Und dann kannst du sowas zusammenbasteln, aber das kannst du vergessen. Die Dinger können wir noch mitnehmen. Das kannst du auch vergessen. Die beiden und hier hinten. Und da kriegst du diesen einen Vogel raus, ne? Der lohnt sich vielleicht auch. Ich glaube, das hier hat auch keine EP gebracht. Ich gehe da jetzt zwar trotzdem hin, aber ich glaube, weil ja, genau das Looten hat nichts gebracht. Ja, siehst du, okay, das war. Den kannst du sein lassen, wo ich gerade hingeflogen bin, der bringt nichts. Die beiden können wir machen, der bringt auch nichts. Wobei hier in der Höhle ist nochmal ein Bonusziel, das bringt relativ gut was. Da könnte ich eigentlich jetzt mit dem einen auch hinfliegen. Hier die Höhle. Wir können ja erst die beiden da oben mitnehmen. Dann, warte. Dann packe ich noch den einen rein, weil die Höhle ist echt ein bisschen nervig. Dann packe ich nochmal einen Hunter rein. Hier, da, zack, komm her. Das war noch nicht mal 120, aber 110 regelt halt auch schon eigentlich im Grunde nach. Lege ich den da kurz rüber. Mit Garnison da, sei Dank kann man da relativ schnell hin. So, da oben und dann hinten in der Höhle haben wir noch eins. Den Monk-Buff gibt es noch, aber ab Stufe 90 ist es so, dass er nicht mehr EP bringt, sonst wäre es halt zu mächtig. Sondern ab Stufe 90 funktioniert das halt so, dass du noch Stats bekommst, und zwar Mastery. Kriege ich jetzt hier.
Siehste? So, jetzt sind wir nochmal Level up, wunderbar. Also ab Stufe 90 gibt's halt, ja, Stats. Ne? Aber bis Stufe 90 kriegst du 50% DP und das ist schick. Vor allem, die haben das eine Weile gehabt, dass es gestaffelt wurde. Ne? Da hast du irgendwie bis 85, 50 gekriegt und dann irgendwie immer weniger, dann 20% oder so. Oh, okay, jetzt wäre ich fast darunter gerollt. Das haben die aber anscheinend irgendwie geändert. Jetzt kriegst du. Oh, fuck, habe ich den jetzt geedit? Der war doch neutral. Oh nein, oder? So ein Dreck aber auch. Habe ich den noch geedit? Irgendwo hier unten ist nämlich dann auch noch die. Genau, hier diese Höhle. Na, und da kannst du dann auch nochmal. Lass mal probieren, dass du hier vielleicht aufsteigst in Fight. Geht das wohl? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Jetzt bin ich eh aus dem Combat raus. So, wir müssen nämlich jetzt in den Höhleneingang. Der ist nämlich da hinten. So, warte mal, jetzt bin ich hier in der Dings drin. Müsste ich doch da eigentlich mit dem Hunter, wenn ich da War Mode durchlaufe. vielleicht? Der Was meinst Hunter? du? Der Hunter nicht im War Mode? Ah, fuck. Ja, du hast. Ah! Ja, wir müssen das selber machen. Scheiße. Ah nein. Ich denke mir schon, warum kriegen der keinen Credit? Ich habe jetzt nebenbei mit dem Hunter die Mobs hier umgehauen. Okay, ja gut. Kommando zurück. Wir können das selber machen. Warte mal, den brauchen wir, oder? Den tut. Weil das hier, die Höhle ist ein bisschen ätzend. Ja? Die ist echt ein bisschen ätzend. Die Würmer brauchen wir nämlich gar nicht. Du, kein Problem. Frag nur. Dafür bin ich ja da. Dafür bin ich da, um Fragen zu beantworten. Warte mal, wir können hier mal die einen Typen rufen. Beschäftigen dann die einen. Ja, ich muss den scheiß Warmode anmachen, du hast vollkommen recht. Sonst wird das natürlich auch nix. Das ist natürlich richtig, ja. Vor allem jetzt habe ich aber auf den Garnisonsruhestein Cooldown. Ja, dann kann ich dann quasi erst später einmal mithelfen. Schade, ja, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Genau, also die. Es funktioniert so. Du bekommst alle 10 Level, kannst du dir einmal den Buff holen und jeden Tag hast du eine Daily, wo du den auch den Buff holen kannst. Und zum Beispiel habe ich so gemacht, wo ich den Chahi gelevelt habe, habe ich ihn erstellt. Jeden Tag einmal eingeloggt, die Daily gemacht. Das ist ja einfach, du musst einen Meister besiegen, ne? Eine Sache von einer Minute. Eingeloggt, den Buff geholt. Hält eine Stunde und du kannst dir das hier immer weiter hochstecken. Und ich habe halt 7 Tage hintereinander hier eingeloggt, den Buff hochgesteckt und dann angefangen zu leveln. Ne? Und dann hat er halt durchgehend den 50% Buff drauf gehabt. Und jede 10 Level habe ich dann wieder den Buff hochgesteckt, also er ist nie ausgelaufen. Ne? Der hält jetzt, schau mal, jetzt bin ich Stufe 93, ich habe ihn mir jetzt nicht weiter hochgesteckt, der ist immer noch drauf. Ja? Das ist der Rest von den Buffen, aber jetzt bringt er eh nur noch Stats, deswegen brauchst du nicht holen. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal weiter hochgesteckt. Wir brauchen bloß nur einen Mob, der ist, glaube ich, da hinten drin. Komm mal mit hier. Ja, hier drin ist er. Das wäre die nächste Frage gewesen. Na, siehst du. Konnten wir doch gleich schon mal beantworten. Also so funktioniert das. Es ist recht praktisch. Also mit dem Monk levelst du halt deutlich schneller, ne? Wenn du 50% EP, also auf alles quasi, außer Tiernahrung, kriegst du da drauf und das ist halt schon schick, ne? Also, das nimmt man mit. Das nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Hundertzweiundsiebzigtausend habe ich jetzt gekriegt, siehst du das? Das ist halt fast ein halbes Level. Ja. Ordentlich. Echt ordentlich. So, einmal raus aus dem Laden und dann, ich glaube mal, also ich habe jetzt nochmal ein Bonusziel hier quasi. Das ist da hinten bei dem Turm und jetzt die paar Sachen noch. Naja, gut, ganz wird es wahrscheinlich nicht reichen für noch ein Level up, aber. Auf jeden Fall relativ weit komme ich damit. Das ist schon krass. Also mir geht es halt bei den Level-Projekten hauptsächlich darum, die Chars auf 110 zu kriegen. Ne? Hat den Hintergrund, es gibt Achievements für. Ne? Deswegen level ich die auch hoch. Weil prinzipiell habe ich schon genug Chars. Ich habe halt. Ich glaube, 70 Chars sind es mittlerweile, die 110 plus sind oder 112 sogar plus. Ich habe ja alle mal über die Dailies immer ein paar Level hochgespielt.
Und deswegen an Chars an sich mangelt es mir nicht. Ich habe auch jede Klasse mehrfach und so. Ich müsste mir jetzt nicht mehr Chars hochspielen, um mehr zu haben. Aber es gibt halt für die verbündeten Völker, ne, die ja ab 20 immer starten, gibt es halt immer auch ein Achievement, dass du das Volk einmal hochgebastelt hast, ne, auf 110. Und deswegen spiele ich mir die halt. Und ich gucke zwar schon immer, dass ich so eine Rasse nehme, die dazu passt, ne? Aber wenn sie es anbietet, kann man auch einen Monk nehmen, weil der levelt halt einfach schneller und dann habe ich schnell meine Achievement, ne? Und das ist halt auch schick. Es gibt jetzt Leute, die sagen, sie interessieren sich nur für das Achievement, basten sich lauter Monks. Aber das weiß ich nicht. Das wäre mir dann auch zu blöd, nur Monks mit mir hochzubasteln. Deswegen. Das kann man natürlich machen, ne? Das kann man machen. Aber das wäre mir dann auch ein bisschen zu blöd. Habe ich das denn. Doch den Warmode jetzt angemacht. Ich glaube, ich bin ein Vollidiot, kann das sein? Ich habe doch jetzt eben den scheiß Warmode angemacht in OG, jetzt habe ich ihn wieder nicht an. Ich war eh. Okay, jetzt. Gerade ist nämlich Ruhestein für die ganze Unreinigung. Ja gut, ich glaube, wir machen das so, ne? Bin anscheinend nicht in der Lage, das hier hinzukriegen. So, wo war jetzt das OG-Portal in Kriegsspeer? Ruhestein hier legen und dann wieder. Ja, da vorne ist das OG-Portal. So, auf ein drittes mit War Mode. Tal Volmar. Ah nein, das ist das Portal nach Tannan-Dschungel. Oh mein Gott, jetzt bin ich im Tannan-Dschungel. Alter, okay, das kann auch dauern, bis man 110er-Char hier rankommt und supportet. Ne? Wahrscheinlich sind wir bis dahin durch. Oh Mann, jetzt bin ich im Tannan-Dschungel angelangt. Oh, ich bin so ein voll. Was ist denn das für ein Ding? Wollen Marvin noch nie gehört. Es ist das komische Base in Dings. Es ist, wenn man einfach auf irgendwo mit Portale draufklickt, weil man sich denkt, ja, das hört sich gut an. Ne? Und dann hat man auf einmal eine Waschmaschine im Keller stehen und denkt sich, ja super, die brauche ich gar nicht. Ja, so ist das. So. Auf ein drittes OG-Portal. Wo bist du denn hier? Das. Gut, ich habe damals nie so, obwohl ein bisschen Horde habe ich damals auch gespielt. Eigentlich müsste ich wissen, wann war das nicht in dem Gebäude drin, das OG-Portal? Ja, da war das drin, ich wusste es doch. Seht ihr, was hat das jetzt gebracht? Wieder 172.000. Das ist halt echt krass, was du kriegst. Diese Bonusziele, das ist halt, ne? Hier, 172.000 EP. Ordentlich. Warte mal, ich kann mich hier nach Ashran porten. Ah, in OG gibt es ein Ashran-Portal. Ja, stimmt, da war ja was. Genau, und das Traditionsset gibt es auch noch dazu. Das ist richtig, ja. Das hier, also wir können jetzt quasi das hier mitnehmen. Und die vier quasi noch, das bringt keine EP. Das dauert zu lang und das bringt auch keine EP. Das obere Ding sind zwei Angelsachen. Da musstest du rausangeln. Das lohnt sich nicht. Das kannst du nämlich vergessen. Das kannst du nämlich vergessen. So, jetzt muss ich bloß mit dem Flugtypen hier quatschen und einmal da hochfliegen. Halt, ich bin zu weit geflogen. Autoflug war ein bisschen zu weit. Dahinter müssen wir. Da ist es. Das ist hier. Destillat der 10 Länder heißt es. Hast du das Ding jetzt gelootet und ich krieg's nicht? Du hast das Ding. Du hast. Spawnt doch bestimmt. Okay, jetzt bin ich schon ein bisschen traurig. Hast du mir das weggelootet? Also Jana, hey, krieg grüß ich nur dich. bei den Bonuszielen 122k. Warum auch immer. Aber du hast schon beide Flasks drin, oder? Eine Flask. Ja, aber warte mal, ich bekomme 172.000, ne? Ja gut, du hast 122. wahrscheinlich auch nicht alles Account Gear an, ne? Du hast die beiden Ringe nicht. Ja, die Ringe nicht, genau. Also du hast 10% weniger durch die Ringe und du hast 20% weniger hast du als ich. Könnte man ausrechnen, na ist egal. Ja, wahrscheinlich machen es die 20% aus. Ja, es spawnt halt nicht nach. Ah doch, jetzt, okay. Jetzt. Ich mag nichts gesagt haben, passt. Da loot ich's nochmal. Okay, ja, das wär's. Ich geh bloß weg hier. Ja, schon mal 94, wunderbar. Jetzt, okay, jetzt kann ich looten, passt. Wunderbar. So, ich fliege jetzt auf meinen Char wieder ran, ne? Also der ist jetzt schon halb wieder drüben in
im Frostfeuergrad. Und dann, ja, eigentlich könnte ich einen gleich nach Gorgon fliegen, weil dann machen wir einfach die Bonusziele dort durch. Mit dem 120er geht das relativ zügig, also da hast du keinen Stress. Da hast du keinen Stress. So, hier die ganzen Mobs, da können wir eigentlich einmal. Warte, ich zieh mal meine Typen. Und zieh du deine Typen dann drüben bei dem Karren. Warte, müssen wir gar nicht da, oder? Okay, ach so, das ist der andere Char hier. Ja, der auf der Karte noch angezeigt wird. Ja, können wir so machen. Weil drüben hast du bei dem Karren auch nochmal relativ viele Mobs. Da kannst du dann auch nicht. Die sind immer ganz praktisch, die halten die ganzen Mobs weg, dann kannst du schön looten und meistens dann auch nochmal weglaufen. Also warte mal, da oben haben wir noch das eine Ding hier. Das holen, das hier und dann können wir nach Gorgon drüber. Hol dir Dann noch können den wir uns zweiten ja Trank. überlegen, ob wir die Dings machen oder nicht. Hol dir doch, weil wir so in der Nähe der Garni sind, sofort den zweiten Trank noch. Stimmt, das ist eine verdammt gute Idee. Habe ich jetzt genug Ressourcen? Ich müsste gucken, aber ich müsste eigentlich, ne? Ach komm, hat er mich jetzt echt nur abgebrochen? Nein, ich habe erst 75 Ressourcen. Ist das traurig? Oh. Ist das traurig? Aber Das gibt's doch gar nicht, ne? Er muss ihn nachher nochmal zurück zu Garni. Das ist halt richtig dumm. Als Hordler bist du halt echt der Gelackmeierte, ne? Du kriegst halt so wenig. Beim Allianzler konnte ich mir eigentlich direkt zwei Flasks holen. Schade. Sehr, sehr schade. den Karren, ne? Den meinst Ja, du. den Karren da. Einfach jetzt hier deine Mobs anschmeißen. Hey, wir haben. Das waren die Mobs. Schießen da hinten hin. Moment. Wie hat sich denn Anti da. Warte mal, ich bin gerade wieder da. Channel switched. Anti? Ja. Wie hast du dir denn hier in den passwortgeschützten Channel gemacht? Ey, fragst mich jedes Mal, Mate. Abgekickt. Das kann man. Was macht die Das Arena sind oder wie? nur M plus. Ich denke mal mit drauf. Oh, ey. Okay. Denk an dein GS. Alles Hast du gut, habe ich noch No-Drops? da. Dieser Schaden wieder vom Feinsten, Anti. Mein Gott, was hält der Boy aus? Das ging aber jetzt verdammt schnell für dich. Was spielt ihr für eine Kombi? Ich bin keine Arena. Was, ihr spielt keine Arena? Nee. Warum habt ihr euch dann in den passwortgeschützten Channel rein? Weil es chilliger ist. Damit hier keiner reinkommt. Ja, er kommt aber rein. Ja, gut, der König kommt überall rein, weißt Stimmst du? Ja, ich weiß es so. du gar nicht mehr? Doch, ich stimme noch. Mich hat's bloß gewundert, wie du dir den Dings gemacht hast. Ich wusste es echt nicht, dass du, wenn du kein Admin bist, dir einen passwortgeschützten Channel machen kannst. Ja, kannst du. Wie oft hat das Andi schon gemacht? Locker 100 Mal. Ich guck meistens nicht so oft im TS, Ja, ne, was da unterwegs ich ist. meine ja nur. Was sind du Ich so glaube, leise bei mir, wir sind hier Rix? gerade ein bisschen am Tryharden. Was macht ihr denn? Laufen, Freihafen. Achso, ich dachte jetzt, ihr seid krass am Arena spielen oder irgendwas. Nee, das kommt jetzt zu Season 2. Hast du das Mount schon erspielt? Hier für die ganzen Wins? Auch noch nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich das nur mache, aber ich habe so viel anderes zu tun mit 8.1, dass ich da gar nicht dahinterher komme. Sonst hätte ich das noch gemacht. Aber das kannst du ja, soweit ich es gesehen habe, auf dem ganzen Account machen. Du kannst ein paar auf dem einen Char, ein paar auf dem anderen Char machen, aber da habe ich gar nicht die Zeit im Moment für. Ich mache es auch erst nächste Season. Ich dachte, du als krasser PvP-Spieler, dass du das alles schon durch hast. Nö. Kaum BVB gemacht. Du bist jetzt voll der PvE-er. Auch Bist du heute nicht. so niedergeschlagen? Hä? Bist du heute so niedergeschlagen?
Bin ich nicht, ich kann bloß gerade einfach nicht mehr, merkst du das nicht? Okay, ich lasse ihn ruhen. Ne? Ich will dich jetzt nicht loswerden, aber... Nein, ist schon in Ordnung. Ich lass euch euren Freehold-Key machen. Du kannst ja mitkommen. Nee, ich muss mein Level-Dings fertig machen. Sobald ich Max-Level bin, ja, aber bis dahin wird durchgezogen, weißt du? Bis dahin wird durchgezogen. Ich kick. Ja, schon gekickt. Jo. Mikrofon muted. Ich merke schon, er ist schwer beschäftigt und so. Ich habe jetzt meinen Hunter hier abgestellt, ne? Und kann jetzt quasi mit 110er ein bisschen mit drauf schießen. Dann geht das ein bisschen zügiger. Jetzt ist er auch im War-Mode drin. Wir überlegen, das Talent auszutauschen, maybe. Sound muted. Ich mute jetzt mal fix. Muss jetzt mal gucken, wenn wir einmal hier oben alles abgrasen, dann müsste es eigentlich schon reichen, dass man hoch genug ist, dann vielleicht noch ein Spitzen von Arag, ein bisschen Talador und dann hat sich das eigentlich schon. Ne? Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich den zweiten Account unten einblende. Ich habe ja das ja gestern auch schon gemacht, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich den, also quasi den zweiten Account einfach, warte mal, wo sind denn meine Chats, unten eingeblendet hatte und dementsprechend das dann relativ gut sichtbar war, was ich mit dem zweiten Account gemacht habe, weil ich will jetzt nicht nur auf den Hunter switchen, sondern mit dem Hunter tue ich nämlich alles one-shotten, das ist nämlich das Schicke, oder ich ziehe das einfach rüber, das kann ich jetzt auch mal kurz machen, solange ich jetzt mit dem einmal hier, hauen wir einfach Sperrfeuer rein, dann ist halt Feierabend. Ja. Gut, der kriegt hier 900 EP, ne? Der andere kriegt halt für diesen Abschluss wieder 174, ich krieg 174.000, das ist halt echt krass, ne? Geht halt wesentlich schneller, wenn du da mit dem 120er drauf schießt. Das definitiv. Halt, warte mal, ich brauche das Ding noch unten. Das muss ich noch holen. Den einen Schatz hier. Und dann können wir hier oben beide Bonusziele machen. Die können wir dann auch schnell durchholzen. Dann ist das relativ easy. Ja gut, also dafür, dass ich jetzt eine halbe Stunde dabei bin, geht das schon relativ zügig. Vor allem die Bonusziele jetzt. Gut, der hat jetzt hier. Ne, gut, das beim Ogre habe ich gar nicht, ne? 1, 2 sehe ich jetzt hier bloß. Das, ja gut, das ist echt krass, wie viel weniger du hast. Ich mache die jetzt mit dem Hunter, weil das halt einfach schneller geht, ne? Da muss es nur Sachen umhauen. Einfach nur reinlunzen und fertig ist. Gut, das Abbauen könnte ich mit einem anderen Char machen, ne? Da wäre es egal. Aber der Worry ist auch da, ne? Ja, okay. Sammel du mal das Zeug auf, ich schieß mit dem Hunter alles kaputt. Und da oben ist noch der Boss, den brauchen wir auch noch. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Zack. Brauchen wir noch so kleine? Ne, 20 von 20, okay. Und drüben die Höhle kann ich genauso zügig dann eigentlich fertig machen. Das passt dann auch. Aber der kriegt tatsächlich hier sogar noch EP, ne? Mit 112 wird er hier noch EP kriegen für das Ding, aber halt nicht mal 1000 EP für das komplette Abschließen. Naja, 900 EP habe ich gekriegt. 900 EP sind's. Was hat der Monk bekommen? Ein Level-Up, auch wieder 174.000. Das ist ja krass, das ist echt krass. Jetzt überleg mal, wenn jetzt noch ein Dings-Buff wäre, ne? Wie heißt's, wenn jetzt noch ein Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff wäre und der Warmode wie bei der Allianz 30% bringt anstatt hier die 10, ne? Dann kannst du da halt auch wieder richtig mehr abgehen. Dann kriegst du fast 200.000, oder? Unterm Strich, wenn du diese ganzen Bonis noch drauf hast. Muss ich hier mit dem auf jeden Fall einmal durchlaufen und hinten das Ding looten. Normalerweise holst du ja immer den Schredder genau für diese Höhle, ne? Weil die Höhle halt echt richtig ätzend ist. Vor allem, weil du auch diese ganzen unsichtbaren Viecher dann hinter dir her hast. Schau, dass du auch das Zeug abbaust. Wir müssen nämlich einmal... Warte, wo muss ich hoch? Da hinten.
Ja, die kann bloß der andere einem nicht wegnehmen, die musst du halt selber töten, weil die sehe ich gar nicht, ne? Das ist halt das Problem an der Geschichte. Das ist das Problem an der Geschichte. Das sind halt die. Warte mal, kann ich das nicht wegmachen? Ah, das kann ich wegmachen, easy. Stimmt, so ist natürlich noch leichter. Wenn ich das einfach runternehmen kann. Jetzt müssen wir hier halt irgendwie hochkommen, dass wir das eine Ding noch looten können. Weil mein Magaok stirbt. In den ganzen Viechern. Perfekt, okay. Einmal gelootet, jetzt können wir hier raus. Lauf! Jetzt darf ich bloß nicht wieder Stacks kriegen, ne? Dann ist alles gut. Warte mal, wir brauchen aber noch Eiersäcke, ne? Dann sind wir durch. Dann müssen wir nochmal hinter in den Eierraum. Warte, ich lasse mal meinen Hunter vorlaufen. Und schau mal, da kommt schon einer in. Achso, das bist du. Bist du da verreckt? Na, warte, ich schieße jetzt mal mit dem Hunter hier alles. Ich schieße mit dem Hunter alles zu Klump da drin. So, zwei brauchen wir noch. Zack, fertig. Ja. Also die Höhle ist immer ätzend. Da vibest du immer so halb durch. Okay, jetzt muss ich mit dem anderen auch wieder rauslaufen. Vor allem, wenn du kein Shredder ready hast, ne, vibest du da halt ein bisschen durch. Muss ich gerade immer mit zwei Chars gleichzeitig laufen. Ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man dann immer gegen irgendeine Höhlendings da rennt. Warte, da einmal rum. So. Da hinten drin haben wir noch eins und dann können wir hinten die Hydra noch machen, ne? Ich glaube, warte mal, in welchen Eingang? Hier müssen wir, glaube ich, rein, ja. Und dann hier unten ist es irgendwo. Genau, da haben wir es. Da haben wir es. Ich könnte mir jetzt die Mobs auch mit dem Hunter wegschießen, aber ich fliege den schon mal weiter zum nächsten Linksgebiet. So. Ach, fuck. Es ist schon Shadow Melt, wäre halt schon eine schicke Sache. Dann kommst du da einfach raus und hast den Stress nicht. Halt, ich kann mal den Sound beim anderen wieder anmachen. Das brauche ich nicht. Den nehmen wir mit. Die beiden, dann können wir das andere Ding noch hinten machen. Hier unten ist nämlich da noch eins. Warte mal, wo ist denn das Ding? Irgendwo flackt das hier vorne dran. Ah, schau mal da vorne, hol dir das mal noch bitte. Dann können wir da noch die Hydren alle killen. Schau mal, ist sogar Epic gerollt. Ne, theoretisch könnte ich das Zeug sogar anlegen, aber so gut ist es dann auch wieder nicht. So, wir brauchen jetzt noch. Gut, theoretisch könnte man das Quest-Item looten, aber das lohnt sich auch nicht wirklich. Wir brauchen dann noch ein paar Eier. Ich darf jetzt bloß noch nicht aus dem Gebiet rausfliegen. Na, perfekt. Und wieder Level up. Das ist ideal. Ich flieg da bloß rum. Und im Hunter schieße alles zu Klump und fertig ist es. So, den kann ich jetzt dann gleich wieder hochfliegen. Jetzt haben wir unten noch eins. Ja, es geht halt schon schneller, wenn ich mit dem zweiten Account die Mobs umnatze. Die haben zwar jetzt auch nicht so viel Life, aber ja. Mit dem Hunter mache ich halt Sperrfeuer an und Feierabend ist, ne? Deswegen habe ich auch den genommen. Ich habe weitaus mehr Hordler, die höher im Level sind. Oh fuck, jetzt habe ich mit dem Hunter Sperrfeuer in der Luft gezogen. Oh fuck, und sterbe am Fallschaden, oder? Hohoho, gerade nochmal Rückzug gezogen. Das war jetzt knapp. Ja, Sperrfeuer sollte man nicht immer ziehen, ne? Einfach nur, wenn man fliegt, dann macht Sperrfeuer nicht so viel Sinn. Das ist, ja, ist richtig. So, was haben wir denn jetzt? Ah, das Buch haben wir noch und dann haben wir hier noch ein Bonusziel. Ja, ich denke mal, in der Episode werde ich auf jeden Fall noch 98, denke ich mal, dass ich noch kommen werde. Ach, diese blöden Mobs, echt. Es kommt immer einer dazu hier. Und dann schauen wir mal.
So, bald wir hier drin sind. So. Und mit dem Hunter wieder rein. Hast du gesehen, wie viele Dinger hier gerade kamen? Einmal mit dem Hunter rumgedreht und alle Dinger fertig. Also ich ziehe den wieder rum, dass er... Dann seht ihr auch, was ich hier machen bin. Ich muss einfach nur in der Mitte vom See bleiben. Zum Glück hat er die Dinger auch alle... Ich weiß gar nicht, warum ich mit dem Chars hier das anscheinend nicht gemacht habe. Also mit dem Hunter muss ich irgendwie anders gelevelt haben. Wahrscheinlich über Dungeons oder so. Ganz komisch. Oh fuck, ich habe den Großen gepult. Der hat sogar ein bisschen mehr Life. Der würde auch noch eine Quest droppen. Wenn man das Zeug gemacht hätte. Die Dinger brauche ich noch. Okay, sind wir wieder fertig. Du musst totstellen, hier. Und die ganzen Zauber mit dem so ein bisschen krackelig rausgezogen. Gut. Ah, jetzt ist er gleich wieder Level Up, seht ihr? Ist halt wieder 177.000 bekomme ich jetzt schon. Jetzt lass mal da hochfliegen und hier runter das Zeug nur mitnehmen. Und, ich weiß nicht, dann brauchen wir eigentlich, glaube ich, nur noch wirklich die Bonusziele machen und nicht mehr die Objectives. Wenn es halt so zügig geht. Schau es jetzt noch etwas zum Einschlafen zu. Haben sie dich vorher im Stich gelassen, oder? Hier, Anti, du warst doch vorher mit dem MTS, hatte ich gesehen. Na komm. Machen da jetzt kurz einen Prozess. Kurzen Prozess machen wir da. Ach, den Mob, der mich haut, den habe ich jetzt nicht mit dem Hunter weggeschossen. Hier, den hier noch. In den Höhlen. Ach so, hast dich jetzt ins Bett gehauen, okay. So. Quasi habe ich wahrscheinlich deine bezaubernde Stimme verpasst jetzt im TS. So. Oh, da macht gerade, warte mal, was ist das? Okay, das, nee, den hau ich jetzt nicht um. Ich könnte den jetzt mit einem hochleveligen Char umboxen, aber das machen wir jetzt nicht. So böse bin ich jetzt mal nicht. Warte mal, mit dem sammle ich bloß das eine Ding auf. Wo ist denn das da? Ah, nee, obwohl, lass erstmal das Bonus-Ding hier machen. Lass erstmal das eine fertig machen und dann, ja, ich war gerade noch hier bei der Aufnahme, was wir mit dem Zeug machen. Und am Kuchen essen, weißt du, man muss Prioritäten setzen. Was habe ich nebenbei andere Spiele? Nee, im Moment im PC nichts, ne? Im Moment da nur WoW. Auf dem Handy zocke ich noch ein bisschen was, aber das ist, denke ich mal, nebensächlich. So, die haben wir fertig. Was muss ich jetzt noch machen? Ich brauche noch solche Dudes, ne? Aber der Ali, der kämpft da irgendwie 5 Jahre gegen den. Haben wir keine großen mehr. Zählen die da hinten noch dazu? Weiß ich nicht, ob das jetzt beides noch zählt, wenn der da so weit weg ist. Dem habe ich es fertig. Doch, mit dem anderen habe ich es auch fertig. Wunderbar, jetzt bin ich 107. Wunderbar. Kuchengröße Menschen, ja, nein. So. Ach, das war unten drin, ja. Das war unten drin. Moment. Nee, den machen wir nicht mit, den brauchen wir nicht.
97 sind wir jetzt. Ach ja, Viertelstunde haben wir noch mit der Folge. Ich denke mal, also auf 98 kommen wir auf jeden Fall noch, vielleicht auf 99 sogar noch. Je nachdem, wie die Bonusziele fallen. Wenn wir ganz, ganz schnell sind, vielleicht sogar auf Stufe 100. Hier, die oberen Sachen, die kannst du teilweise auch vergessen, weil manche in Höhlen drin sind. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken, ob wir an irgendwas noch gut rankommen. Also das ist auf jeden Fall, die zwei sind in der Höhle drin. Warte mal, da draußen habe ich, glaube ich, noch eins vergessen. Und dann können wir eigentlich das noch machen. Und die anderen hat die Horde anscheinend leider einfach nicht. Hatte ich das nicht mitgenommen vorhin? Oder war das mit dem falschen Char? Das ist wahrscheinlich mit dem falschen Char mitgenommen. Ja, nochmal 21k. Ich gerade überlegen, wann du frühestens Nackrand machen kannst. Die beiden würde ich nicht machen. Die sind beide in Höhlen drin. Das ist Abfuck ohne Ende. Die kannst du echt vergessen. Das Ei hätte man noch mitnehmen können, ne? Das wäre vielleicht clever gewesen. So, Hunter regelt. Na komm. Das natze ich jetzt fix hier mit dem Ding um. Da halten wir einfach rein. Ah, Sperrfeuer ist für so Low-Zeug einfach am besten, ne? Es geht euch alles durch, einfach nur reinholzen und das hat sich dann. So, einen brauchen wir noch. Da hinten, den hier. Den hier brauchen wir noch. Zack, sind wir wieder fertig. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir die da unten noch mit, die Sachen, und dann können wir nach Talador rüber. Dann schauen wir, was wir da noch so machen können an Bonuszielen. Achso, warte mal, ich wollte nochmal hochswitchen zum Ding hier. Sound resumed. Microphone activated. So, sorry, ich hatte ganz vergessen, dass ich hier nochmal hochswitchen wollte. Kein Problem. Wenn wir uns bisschen besser absprechen, aber mit dem Hunter, wenn ich da einfach Sperrfeuer anmache, dann hat sich das eigentlich meistens eh schon erledigt. Also das, ja. Also es geht definitiv halt so schneller, ne? Also klar, wir könnten sie auch so kaputt hauen, die Mobs, aber ein bisschen dauert das halt immer. Ey, das ist super. Also der rotzt da einmal rein, ein paar Sekunden ist man schon fertig mit dem Bonusziehen. Klasse. Vor allem dann in Spitzen von Arak, die da drüben, die sind nervig. Also die sind richtig nervig. Ach, das da oben, das brauchen wir gar nicht mal mitnehmen. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach rüber ins andere Gebiet. Machen da dann noch, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel es in Talador waren. Da war hier, glaube ich, bei der Horde eins, hier oben ist eins, da unten war noch eins und hier ist, also ich glaube, sind es vier Stück. Können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, das mit den Schredder, das hat nur die, oder? Hat das die Horde auch? Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ne, das hat, glaube ich, nur die Allianz. Ja, ich schaue jetzt einfach mal hin. Muss ich mal gucken gehen. Und im Haus war, glaube ich, auch noch eins hier, oder? Das kann ich tatsächlich mitnehmen. Das geht ja relativ schnell. Was ich von LOL halte. Also LOL habe ich selber noch nie gespielt. Ich kenne halt das MOBA-Spielprinzip, weil ich damals halt schon das ursprüngliche Dota quasi in Warcraft 3, also nicht Dota das Game, sondern das ursprüngliche Dota in Warcraft 3 gespielt habe, worauf ja diese ganzen MOBAs basieren, ne? Also das kenne ich halt in dem Sinne. Und dann habe ich jetzt auch Ding gespielt, Hero of the Storm, das ist ja auch so ein MOBA-Game. Was ich temporär amüsant fand, auch mit ein paar Kollegen zusammen zu spielen, aber jetzt auf die Dauer, ehrlich gesagt, ne? Auf die Dauer war es jetzt. Ist es jetzt nichts für mich, da bleibe ich lieber bei WoW und Konsorten. Nee, da ist, glaube ich, nichts gewesen, da müssen wir hoch. Also die Stiefel können wir mitnehmen. Können wir mitnehmen, aber den Rest.
Das finde ich echt gut gemacht, dass du hier erst eine Quest angezeigt bekommst, ne? Du wirst hinfliegen, die Quest annehmen, zack, wird er weggenutzt. So, jetzt sind wir 98. Nehme ich die drei Dinger mit und dann, ja genau, da ist ein Bonusziel. Wunderbar. Das können wir dann als nächstes basteln. Dann positioniere ich meinen Hunter da schon mal. Ach, das war unten drin, ne? Ja, da musstest du in die Höhle rein. Da war ja was, da war ja was. Das ist das Monk angenehm. Einfach rausdingsen, weil er musste eigentlich hier durch diese ganzen Fallen durch. Das ist ein bisschen nervig. Und mittlerweile mit Flugmorn kannst du einfach reinfliegen, ne? Da ist es ja easy. Ah, halt, wo ist das Ding da unten? Und mit dem Monk einfach wieder rausrollen. Gar kein Problem. Früher waren die Schätze hier, wo du nicht fliegen konntest und alles, waren die schon teilweise knackig, ne? Vor allem die in Spitzen von Arrak mit diesen ganzen Seilen, mit den ganzen Rätseln, wo du laufen musst. Das war schon eine kleine Herausforderung. Du hast auch gut gemacht, aber sobald du fliegen kannst, ist es halt, ne? Gehst du halt bloß noch hin, aufklauben, weiter aufklauben. Und vor allem mit dem Druid, das ist halt easy, ne? Da kannst du ja alles aus der Luft aufsammeln. Das macht es dann halt schon wesentlich eigentlich dann noch. Da geht es halt noch schneller, ne? Da musst du ja nicht mehr abmounten, weil hier ist es ja so, dass du dann auch noch abmounten musst und gegen die Gegner kämpfen. Und das sparst du dir dann halt komplett. Sag mal, wenn du in der Range hier bist, dann fange ich mal an, die Viecher zu killen. Also von der World Quest. Mal eben das im Wasser hier looten. Ich weiß jetzt nicht, ob das Holz. Warte mal, zählt das für alle? Warte mal, Holz gesammelt? Eins. Nein, das Holz muss jeder selber sammeln. Ist das ein Scheißdreck? So, bin da. Ja, okay. Ja, jeder muss halt blöderweise das Holz selber sammeln. Okay, also für Alice ist die Bonusziel weiter im Norden und das hier ist... Genau, das ist die Horden, das Horden-Pandor quasi. Keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Jetzt schieße ich halt mit dem Dings hier das Zeugel alles zu Klump. Aber das Holz muss ich halt selber einsammeln, ne? Also das hilft halt nix. Wenn du noch Ressourcen brauchst, wir haben ein paar Items auch aufgehoben, die 100 oder 50 Garni. Ja, 9 Minuten habe ich noch, dann müsste ich mir ein neues Ding holen. Aber der Trank geht ja eh nur bis, 99? Ja, also wenn wir jetzt extrem schnell sind, dann könnten wir es vielleicht eh packen, dass wir bevor der Trank ausläuft. Weil wenn ich jetzt komplett zurückdingse, das dauert halt auch ein bisschen, ne? Bis ich dann wieder hergeflogen bin. Ich weiß halt nicht, was da cleverer ist. Ob man dann die letzten paar Dings auf den Trank einfach scheißt oder... Habe ich da jetzt noch... Oben einem ich noch Trank ein ganzes Add-on abgeschlossen. Ja, also ich glaube mal, wenn wir die Sachen nicht aufgehoben hätten, sondern einfach nur... einfach nur die Bonusziele gemacht hätten, dann wäre das sogar ausgegangen. Bin ich mir sogar sicher. So, ich habe 20. Ja, ich muss immer mit beiden hier rumdingsen, das ist ein bisschen umständlich. Dem einen die Mobs wegschießen, mit dem anderen aufsammeln. Ich brauche jetzt noch 3 Holzdinger. Da hinten ist noch was. So, jetzt müssen wir noch so Ding hier killen. Halt, warte mal, da unten ist noch... Ah ne, das habe ich mit dem schon aufgesammelt. Boah, das ist... Wenn du immer von dem einen auf den anderen Bildschirm guckst, dann denkst du, okay, da war jetzt gerade noch was gelegen. Okay, jetzt brauche ich noch... Ah, wir brauchen einen Schredder noch. Ich dachte, ich hab das ganze Lager schon gekillt mit Schreddern, aber da waren anscheinend zu viele kleine Mobs und wenig Schredder, ne? So, einen brauchen wir dann noch. Da hinten ist noch ein Schredder. Okay, weiter geht's. 7 Minuten. Wir
können sie so machen, dass wir jetzt die Dinger auf die Dinger scheißen und nur noch die Bonusziele machen. Das würde auch funktionieren. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar schneller ist. Kommt immer drauf an, was für ein Bonusziel. Vielleicht die, die direkt auf dem Weg liegen, weißt du, dass wir die mitnehmen und das andere Zeug flacken lassen, das so am Rand ist. Vor allem, wo du dann wieder X-Mobs machen musst oder so. Das rentiert sich gar nicht wirklich. Dass wir jetzt die hier mitnehmen und dann, warte, wo das geflackt, da oben. Dass wir dann direkt zum nächsten Bonusziel gehen. Weil die in der Höhle, das rentiert sich halt echt nicht. Ja. Was musst du denn hier machen? Musst du den Baum töten, ne? Und diese Typen anklicken. Ach, die kannst du sogar vom Ding, okay. Ja, 3 Bonusziele sind etwa ein Level. So Pi mal Daumen. Vielleicht ein bisschen mehr brauchst du. Das bin ich 99, ja. Ich habe nur 5 Minuten den Buff. Ist gerade 3 Minuten gebraucht, um das eine Level zu machen, ne? Ich hole mir keinen mehr. Jetzt habe ich eh bloß nur einen Dings. Also von dem her, das rentiert sich nicht. Kannst die Garnisonsressourcen sparen für irgendwelche großen Taten, die man vielleicht noch eventuell vorhat. War denn da jetzt noch eins? Da hinten war noch ein Bonusziel. Also hier unten war auf jeden Fall nur eins. Aber mit dem Hordler habe ich die, glaube ich, alle nicht geholt, weil da wirst du vom Himmel geschossen. Ich hol das da oben. Die sind das eins Buggy und vom anderen wirst du runtergeschossen. Dann lass da hinten noch hingehen und fertig ist. Dann lass nach Spitzen von Arak und da dann rüber. Wie lange ich noch streame? Boah, das weiß ich nicht. Ein bisschen schon noch sicher. Also, ich bin zwar noch ein bisschen müde, aber jetzt noch nicht so krass. Ich war ja gestern jetzt auch relativ lang auf, weißt du? Deswegen. Ich hätte da mit dem Dings doch kommen sollen, dass ich es ausrangen kann. Oh mein Gott, ich hasse das immer, wenn du 5 Jahre im Combat bleibst. So, dann lass mal da unten zum Bonusziel gehen. Mein Hunter habe ich schon. Oh, ich bin eins zu weit geflogen mit dem Hunter. Weil die in der Höhle, die kannst du mitnehmen, aber das rentiert sich nicht. Und da oben ist nur eins, aber das können wir auch am Ende mitnehmen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Bis da, ne? Ja. Also gut. Du kannst schon mal die Dinger anklicken oder muss die jeder selber wieder? Nee, okay, das passt. Dann schieße ich das Zeug zu Klump da oben. Wir haben schon genug, ne? Wir müssen nur noch Dinger anklicken. Ja, das war schon. Ein Tor noch. Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir nur noch die Bonusziele fertig. Das geht echt viel zügiger, das sind dann wieder über 100k, als den ganzen Klump immer aufzuheben. Wir sind von Ara kurz da runter, dann können wir ja die in Dings auch noch machen. Dann, denke ich mal, kommen wir eh hin. Dann haben wir jetzt noch, ja. Hier ist ja gleich dann das nächste Bonusziel. Dann mach ich das gleich mit dem Hunter fertig hier. 24 Stunden DC. Brauch eine Minute. Jo, sagst du halt dann, wenn du im Bonusziel bist, dann baue ich da mal hinten noch ein, so Dinge ab. Mach ich das halt jetzt noch kurz. Warte mal, da brauchst du Archäologie für das eine und fürs andere. Das kannst du so holen, meine ich. Ja, das kannst du so holen.
So, da Luda. So, ich bin eingeloggt und flieg grad drauf zu. Jo. So, dann... Ich bin soweit. Okay, jo, dann... Ich hätte einen Monk gehabt, ne, der höher im Level ist, aber der hätte halt nie so schnell die ganzen Mobs killen können. Selbst mit meinem Main Druid, ne, mit 100 Item Level mehr als der, hätte ich halt jeden einzelnen Mond feuern müssen. Ja, du drehst dich einmal und mähst einmal durch. Ja, warte mal, wenn die Bomben, zählt das für dich auch? Oder musst du jeder selber machen? Panzerschrott, ja. Ja, mach du mal die Bomben am besten. Dann mache ich die Mobs nämlich. Okay. Brauchen wir noch unten, brauchen wir dann gleich noch einen. Den mache ich irgendwie so Mist auf. Genau. Ich hoffe, dass mein Dude in Range ist. Sperrfeuer ist schon was Schönes. Hier unten die Brutmutter brauchen wir noch. Und ja, die Eisengranaten oben, wo wir vorher waren, da müssten noch welche flacken. Ich hab's. Kannst welche. Du noch? Ja. Ja. Ah, ich werd Nur zwei Eisengranaten, dann haben wir's. Ich hoffe, dass der andere das jetzt alles abgekriegt hat. Ja, genau, der braucht auch noch zwei, passt. Oder eine jetzt. Wunderbar, sind wir fertig. Nee, ich brauche noch ein Messerfaust. Ich war anscheinend bei einem zu weit weg. Shit. Hier haben wir noch eins. Ich dachte mir gerade, ich habe keine EP gekriegt. Ah, jetzt. Okay. Da kam die EP. So. User joined your channel. Na, seid ihr fertig? Joined your channel. Jo. Machen aber nachher wahrscheinlich weiter oder gleich hat. War eigentlich recht entspannt. Was für ein Key war der denn? Wie hoch? War nur ein 7er Freehold wegen Mount. Achso, okay. Aber ihr wart voll konzentriert, ihr habt das schon gemerkt. Ja, das müssen wir aber eigentlich immer tun, ne? Das ist Standard eigentlich. Ja, eigentlich schon. Also ich mag nicht. Larifari ist nicht so meins. Keine Ahnung. Oh, okay. Habt ihr da ein Dings hier einfach sitzen lassen? Ja, doch da. Die wollten, also Black wollte nicht. Ach so, also, nee, ich meinte jetzt nicht Black, sondern, Ja, wir hatten uns halt verabschiedet, ne? Ach so. Sie spielt auch gerade selber Ranked Overwatch. Ah, so, okay. Und die wollte eben pennen. Von daher, ne? Hast du nicht gegraben, was der Weltmeister hergibt? Nö. Lässt du nach? Ja, ich habe meine Informationen, die ich haben wollte. Welche Informationen wolltest du denn haben? Nö, später. Okay. Das hat ihr nichts zu suchen. Ach, Anti. So. Bin ich fast Level 100, komm, das eine Dings mache ich noch. Das eine Bonusziel, dann bin ich mit dem 100, dann ist es, ja, dann sind wir nur ganz knapp über die Folge drin. Also die Dings brauche ich gar nicht mehr aufmachen, weißt du? Die Bonus-Objectives, das rentiert sich gar nicht. Dann machst du einfach nur die Bonusziele und gut ist. Ja, also, dann kommt wieder. In Beruf neben YouTube betreibe, ja. Ich bin 40 Nein. Stunden tätig. Also nein, noch ja, richtig. Ich auf Blackmon nicht unbedingt. Nicht, ja, okay. Nein, okay, wenn die das sagen, dann muss. Also, wie oft ich da lese, Tila ist arbeitslos, ey. Echt? Ich habe das noch nie gelesen, ohne Scheiß. Was? Aber ich schaue auch nie in den Handelsstätten, muss ich sagen. Also, wenn du auf dem Samstagabend dir ein paar Kurze hinstellst. Ja. Bei jedem Tela ist arbeitslosen kurzen Junge, da bist du nach einer halben Stunde voll. Ja, das sind wahrscheinlich die Dudes von meiner Gilde, ne? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich vermute das. Du, das muss ich dir noch erzählen hier letztens, ne?
kam ich, meinte irgendeiner aus meiner Gilde, ne? Ich muss unbedingt zuerst kommen hier, große Welle. Und dann meinte irgendjemand, hat das im Handelschannel geschrieben, ne? Und er findet raus die IP und kriegt den und hat ein riesen Ding gemacht. Und ich mal so, ja, du, eigentlich juckt mich das nicht, mach das, okay. Ja. Aber die haben erwartet, dass ich da jetzt so riesen drauf. Aber das, ja, wenn das irgendjemand schreibt, das ist, selbst wenn es so wäre, ne? Also, Und deshalb will er die IP rauskriegen, ja? Weil ich war da auch müde und er war voll euphorisch und ich dachte mir, ja, es juckt mich eigentlich nicht. Nee, aber tatsächlich habe ich einen 40-Stunden-Job und ja. So ist das. Sonst könnte ich immer so lange aufbleiben und nicht nur im Urlaub, ne? Ach, schön wär's, ja. Schön wär's. So ein Harzer Leben, das wäre schon was, ne? Wo ist Hannes? Wo kommst du auf Hannes? Warte mal, hat das jetzt nicht gezählt? Hey, warum hat das uns jetzt nicht gezählt? Ich hab die ganzen Mobs umgehauen. Der Lol fehlt bei mir, der erste ganz oben. Neben bei mir fehlen irgendwie. Ach. Bei mir Ach, fehlen mehr. Ich. Hallo. Was meinst du, Anti? Nö, ich hab nur Arthur Hallo gesagt. Achso. Kennt ihr euch? Nein. Okay, gut, dann. Mir fehlen alle. Warum hab ich denn keinen einzigen Boss jetzt gekriegt? Na super, ich hab immer Hunter alle Bosse umgehauen, hab keinen einzigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hast du ein Gladi Mount? Nein, hat er nicht. Nein, das habe ich doch schon irgendwie fragen. Kann es sein, dass du das jedes Mal fragst? Leider nicht, nein. Meme. Und ich habe auch keinen von den Mobs. Ich war doch in Range, das gibt's doch gar nicht. Wo man's. Da, warte mal, da ist er wieder. Ach, und Noob, du hörst ja gerade zu. Nee, ich spiele kein Disc mehr, du. Im Moment nicht. Warum spielst du kein Disc mehr? Nur noch Holy. Keine Lust mehr. Im Moment, ja. Oh, das hört sich fast ein bisschen betrübt an. Ja. So, jetzt stehe ich aber definitiv in Range. Wenn ich ihn jetzt nicht kriege, dann weiß ich auch nicht. Doch, jetzt hat er gezählt. Ich möchte die Folge nämlich mit Level 100 abschließen. Zumindest wäre das ganz schick. So. So, Stufe 100 haben wir erreicht. Wir sind nur 6 Minuten drüber. Aber ja, ein bisschen über einer Stunde einfach durch Draenor einfach durchgenudelt. Lässt sich sehen, hätten wir das gleich mit einer Bonus-Ziehen gemacht, dann wäre es wahrscheinlich echt eine Stunde gegangen. Nicht schlecht, ja, gut. Damit wären wir am Ende der Folge. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Tela, bis dann. Ciao.